sind auf dem Weg zum Thomas Phillips und wir gucken nach einem Pool. Wir fragen uns jedes Jahr, sollen wir uns einen Swimmingpool holen für den eigenen Garten oder nicht? Bernd sagt immer nein, ich sage immer ja. Also kaufen wir uns einen. Also habe ich dieses Jahr geschafft, kaufen wir uns eventuell einen. Ich habe schon die letzten Tage immer im Internet geschaut, aber da habe ich nicht das gefunden, was wir suchen. Wir möchten nämlich gerne so einen Pop-Up-Pool haben, wo man den Rand aufbläst und dann durch die Füllung vom Wasser steigt der Pool nach oben. Und überall gibt es nur die mit diesem Gestänge, was man dann aufbauen muss. Und darauf habe ich keine Lust und du auch nicht, ne? Mir ist das, dir ist das egal? Du das musst das ja machen. Ich baue das ja nur einmal im Jahr auf und dann bleibt es eh stehen. Das bleibt nicht stehen. Du musst das abbauen, sonst geht der kaputt im Winter. Ja, und wir wollten jetzt halt mal nach Thomas Phillips fahren und dort schauen, ob wir einen Pop-Up-Pool finden und eine Sandfilteranlage und eine Abdeckung und alles, was wir brauchen. Denn ins Freibad... Ins Freibad geht man sowieso selten. Und wenn, dann ist es so voll, dass ich mich jedes Mal aufrege. Und man muss so viel mitschleppen immer. Die Menschen, so viele Menschen. Und jetzt... mit schwanger und großes Kind, kleines Kind und Hund, da werden wir noch weniger ins Freibad gehen. Dann wäre das doch richtig schön, so ein Pool im Garten zu haben. Und ja, wir sind schon da und wir gucken jetzt mal. Wir müssen noch auf den Einkaufswagen warten. Und die sind angeschraubt. Man muss ja einen haben. Na, die haben auch nicht die Größe, ne, die wir haben wollen. Wie viel Durchmesser am liebsten hätte ich? Ja, guck mal. Aber der ist nur 76 cm ja, tief, ne? Machen? Was ich da drin machen möchte? 76 ist bis hier, ne? Ja. Höher noch? Ja, 1,20 würde ich schon sagen. Dann ist das ja wie ein Planschbecken. Ja, haben wir nicht, war klar. In solche Stühle? Für den Laden? Zum Beispiel. Aber sind die nicht alle gleich? Das ist doch dieselbe Firma, oder nicht? Und die Firma einsetzen? Nee, ist eine andere Firma. Tatsache. Hier? Also das, ne? Oder? Ja. Ja. Suchen wir jetzt Stühle und einen Tisch für den Laden, dass wir da vernünftig essen können. Wie viele? Ja, vier, ne? Würde ich. Bin da nicht. Mir ist das egal, such du dir aus. Wir nehmen noch. Den willst oder du nicht haben. Ja, mir ist das egal. Von denen am bequemsten. Ich will noch weiter gucken. Der kostet 10 Euro. Das ist ja nicht so bequem, ne? Und die kosten 17 Euro. Ja, Angst, dass der Arsch wird. Echt? Was kosten die? 12,98 Euro. Ja. Da können wir auch gleich mal hier so einen billigen Sonnenschirm wieder mitnehmen. Unser ist nämlich kaputt, der kleine. Was kosten die? Der Bistro-Stuhl kostet 13 Euro. Oh ne. Die sind aber nicht so schön am Popo. Wie erhofft. 20 Euro. Der ist gut? Der ist sehr bequem, ja. Das war auch, war klar, war der teuerste. Mit der teuerste. Da sind noch die Rattan. Die sind auch noch stapelbar. Die kosten dann 30 Euro. Das wird wahrscheinlich der Favorit sein. Mal der erste. Nee, der ist gar nicht bequem. Nee? Glück gehabt. Okay. 10 Euro. Ein Ananasschirm. Der ist doch süß.
Darf ich den haben hier, den Ananasschirm? Ja. Warte, warte, ich halte den Wagen. Ja. Passt nicht. Passt nicht. So. Ja. Jetzt nur noch den Tisch hier. Tischi, Tischi. Und dann. Geht's weiter. Dass wir keinen Pool gekriegt haben. Wo können wir sonst hinfahren? Wir müssen nach Hause fahren. Ich gucke im Internet gleich nochmal. Also diese Pools, die sind echt überall ausverkauft. Ich habe jetzt nochmal im Internet geguckt. Bernd ist eben im Aldi noch was einkaufen. Und hier, es gibt 1000 Pools, auch bei Amazon, aber die sind alle ausverkauft. Haben wahrscheinlich alle denselben Gedanken gehabt, hier mit Corona auch. Keiner weiß, jetzt am 20. Mai, also übermorgen, sollen ja die Schwimmbäder, die Freibäder öffnen. Also hier in NRW zumindest, fällt mir gerade ein. Und das ist ja der Donnerstag, ist ein Feiertag und da soll es schon so übelst heiß werden, 26 Grad. Und ja. Wir wollen alle einen Pool haben und es gibt echt nichts, außer so kleine. Und so einen kleinen haben wir ja. Ich möchte einen großen Pool, wo man auch mal so die Wassermatte drauf machen kann und einfach sich drauflegen, wenn mein Bauch dann ganz dick ist und so. Da. Die ganzen Jahre, wir haben immer so oft überlegt, sollen wir uns einen Pool holen, sollen wir uns einen Pool holen. Und immer gab es die und jetzt alle ausverkauft. Ah, zu spät. Waren wir zu langsam. Egal. Kommt jetzt ein Jahr mehr oder weniger ohne Pool, kommt es ja jetzt auch nicht drauf an, würde ich sagen. Pech. Außerdem können wir erstmal unseren Garten ausmessen, wie viel Platz wir eigentlich haben. Genau, das können wir gleich mal machen. Was ein Reinfall. Kennt ihr das, wenn man sich so jahrelang etwas wünscht oder drüber nachdenkt und so und dann irgendwann den Entschluss fasst, ja komm, wir holen uns das, wir machen das. Oh, man sieht mich gar nicht, sorry. Dann will ich, also ich zumindest, ich will das dann auch sofort haben. Ich will dann nicht noch länger warten. Oh, das macht mich jetzt wahnsinnig. Egal. Ich lenke mich jetzt ab, habe ich gedacht. Ich zeige euch das. Ich habe nämlich schon Gartenarbeit gemacht heute. Und ich mache jetzt weiter damit. Mit Gartenarbeit. Dafür ziehe ich Gummistiefel an. So. Ich habe nämlich hier schon die Erde aufgeschüttet. Die Tomaten hier auf dem Balkon. Und habe da so Bambusstäbe und alles reingemacht. Dass die schön wachsen können. Die muss ich nachher nur noch gießen. Ich mache da immer mehr Erde rein, umso größer die werden, weil die wurzeln ja auch am Stiel noch, die Tomaten dann, dass die schön feststehen. So, jetzt zeige ich euch, was ich gemacht habe. Das Bernd. So, hier, das kommt ja alles weg. Da wird der Sperrmüll, also der ist schon bestellt. Und hier die Säcke habe ich nämlich voll gemacht, damit da der ganze Unrat wegkommt. Und hier ist die Wiese so hoch. Die wollte ich jetzt mal eben wegsensen mit so einer Sense, die wir haben. Der Bernd macht das jetzt. Er hat gesagt, die schwangere Frau soll sich ausruhen. Nein, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geh weg. Mach nicht den Schlauch kaputt. Hör auf, sei nicht so. Mach das auch ordentlich. Sonst mache ich es gleich selber. Was hast du? Hm?
macht Herrchen da? So, ich habe jetzt hier doch noch einen Pool gefunden auf Amazon. Und der ist 4,50 Meter im Durchmesser und 1,22 Meter tief. Und der hat hier Anschlüsse für die Pumpe. Redest du nicht mit mir, ne? Nein, ich rede mit der Kamera. Bernd ist da am Spielen. So. Und hat Teamspeak an, deswegen weiß ich nicht sicher. Jedenfalls, diese Anschlüsse sind für Pumpen bis für 32 bis 38 mm. Weil da ist keine Pumpe, gar nichts dabei. Das ist jetzt nur der Pool. Und dann habe ich geguckt, diese Pumpe hier. Diese würde 22 Kubik Wasser saugen. Irgendwie, keine Ahnung. Wo stand das jetzt hier? Da die hat 32 bis 38 mm. Die Anschlüsse halt. Und für Pools bis 22.000 Liter, den wir nehmen würden, der hätte 13.000. Also wälzt die da ja alles um. Und dann brauche ich entweder diese Bolts zum Filtern oder Sand. Aber hier steht, wenn man diese Bolts nimmt, dann kann man die nicht rückspülen, also nicht reinigen. Also da muss ich mich dann nochmal informieren, was ich da reinmache und wie ich die reinige, wenn ich da Bolts reinmache. Ach, schwierig alles, aber ich würde es gerne alles gleich bestellen. Dann wäre das nämlich bis zum 3. Juni alles hier. Das ist jetzt die Entscheidung, die Frage aller Fragen, was wir machen sollen. Smurfy the Ed ist auch hier. Ich gucke jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe mich halt im Garten schön abreagiert, habe die Hecke noch geschnitten, die kleine. Und ein bisschen Unkraut gemacht und dann war ich ganz ausgiebig duschen. Das tat richtig gut. Und jetzt habe ich mir eine Riesenportion so Reissalat gemacht. Den esse ich ja immer so gerne. Und ja, jetzt so satt und zufrieden geht es mir wesentlich besser. Ist die schlechte Laune ein bisschen weggegangen. Also diese Schwangerschaft ist, so hatte ich das noch nie. Ich hatte immer, dass mir übel ist und alles mögliche, dass die Brüste spannen und so. Und diesmal habe ich einfach nur jetzt Heißhunger. Die Übelkeit ist komplett weg. Und ich habe einfach Heißhunger auf sämtliche Sachen. Ich könnte fast den ganzen Tag nur essen oder bestimmte Sachen trinken. Ich glaube, am Ende der Schwangerschaft habe ich 40 Kilo zugenommen oder so. Oh Mann. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber egal. Hauptsache, dem Baby geht's gut und alles ist super. Hallo. Ich wollte kriegen. Ja, X-Ray, Wasser. Ja. Wasser. Also bei uns ist ein bisschen jetzt hier die Situation eskaliert. Der Hund hat Liebeskummer. Aber wie? Oh Mann. Ja, nimm den Vitamalz. Klar. Der hat den übelsten Liebeskummer. Ich war gerade mit Calvino und Smurfy noch eine Runde spazieren. Und seitdem wir wieder hier sind, ist er nur am Miaulen. Jetzt seit einer Stunde dreht er durch und springt auf den Tisch. Und oh, fürchterlich. Jetzt hat er sich gerade wieder hier hingelegt. Aber das hält dann meistens nicht lange. Und dann geht's wieder los von vorne. Miault er ganz laut. Ich weiß nicht, der war auch, als wir spazieren waren, als ob der wirklich eine Spur verfolgt hat, außer Rand und Band am Schnüffeln und gezogen die ganze Zeit. Der wollte unbedingt irgendwo hin, wo auch immer. Und ja, total aufgeregt. Der ist am Hecheln die ganze Zeit. Das hat er jetzt das dritte oder vierte Mal. Also nicht so oft, aber so, ich sag mal, einmal im Monat hat er das, ja. So würde ich sagen, dass er wie eine läufige Hündin geschnüffelt hat. Und der ist jetzt, der wird 12 Monate, also ein Jahr wird er jetzt bald, im Juni, Mitte Juni. Jetzt ist die Frage mit Kastrieren. Eigentlich waren wir dagegen, also zu sagen, wir kastrieren den. Aber wenn das immer häufiger wird mit diesem Jaulen und so, der leidet dann ja auch.
sollte man vielleicht doch noch mal darüber nachdenken, oder? Einige von euch haben doch auch Hunde. Was sagt ihr denn dazu? Tut mir voll leid tun, wenn er eine OP hat, wenn er halt... Ja, na... Boah, wenn ich den dann da hinbringen muss. Zum Tierarzt und dann... Oh, ich decke mich mal zu. Wenn ich den zum Tierarzt bringen muss und dann so da lassen muss und dann kriegt er eine Vollnarkose, der wird mir so leid tun. Ach, weiß ich auch nicht. Der Arme, ey. Die Hoden abschneiden, voll schlimm. Oh, und dann habe ich mal gesehen, es gibt ja auch so nicht Placebo-Hoden. Wie heißen die denn? So künstliche Hoden. Dass das halt aussieht, als ob die immer noch Hoden haben. Und dann wird mir voll leid tun, wenn die auf einmal ab sind. Keine Ahnung, vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Aber mir tut er dann halt leid. Erstmal für die OP, die Vollnarkose und die Schmerzen und dann noch sind die weg. Die süßen kleinen Hoden. Ja, naja, jetzt hat er sich aber gebettet, glaube ich. Ja. Da ist er jetzt. Bin ich mal gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Ja, bei Amazon habe ich jetzt alles im Warenkorb, was wir brauchen für den Pool. Also eine Pumpe, dann diesen Pop-up-Pool, eine Abdeckung, eine Unterlage, so 4 mm dick oder so, diese Filterballs, ein Skimmer, Pool-Tabletten, was weiß ich alles. Alles im Warenkorb. Das wird zusammen um die 650 Euro kosten tatsächlich. Plus die Poolfüllung. Da muss ich dann mal fragen. Vielleicht weiß das einer von euch. Wenn man jetzt einen Pool befüllt, dann muss man ja nicht Wasser und Abwasser bezahlen. Wie macht man das? Bei der Stadt anrufen? Bei Wasserwerke anrufen? Keine Ahnung. Und... die Filteranlage, die müsste, wenn ich das richtig berechnet habe, 2-3 Stunden am Tag laufen. Und ich weiß nicht, ich glaube, das kostet dann so 20-30 Euro im Monat an Strom. Ja, das wären die Kosten. Plus die Arbeit, die man ja hat, weil man ja dann immer den Sauger, genau, einen Sauger habe ich im Amazon-Warenkorb für den Pool, dass man den Boden sauber saugen kann. Ein Kescher. Und auch alles Mögliche. Und das ist bestimmt auch viel Arbeit. Aber kein Schleppen mehr ins Freibad. Boah, ich habe das gehasst. Dieses, was man alles mitnimmt. Eine Kühltruhe und so für kalte Getränke. Wir nehmen uns immer Essen selber mit im Freibad, weil wir da ja nicht... Also außer Pommes essen wir da nicht. So Currywurst oder so essen wir ja alles nicht. Nehmen wir alles selber mit. Getränke, die friere ich immer zu Hause ein. Dann kommen die so in die Tiefkühltruhe. Also diese Box. Und dann schleppen wir das mit. Und das ist so schwer, immer das alles zu schleppen. Dann muss man so früh morgens schon dahin. Oh. Baby, komm hier. Smurfy. Baby. Da bist du. Ja. Komm hier. Komm hier. Na, tut mir voll leid, wenn der so leidet. Ja, und dann fahren wir halt immer schon ganz früh morgens dahin, dass wir auch einen Parkplatz bekommen und noch einen einigermaßen guten Platz im Schwimmbad. Und dann ist es so voll, dass man Mensch an Mensch an Mensch an Mensch, das macht doch gar keinen Spaß. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und mit kleinem Kind dann nächstes Jahr noch weniger. Nee. Und schwanger auch nicht. Guck mal, wie der da jetzt den Kopf in die Tüte reingemacht hat. Bist du so verzweifelt, Murphy? Oh, Baby. Du bist einer. Ja, jetzt muss ich halt noch überlegen. Ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt noch länger überlege, dann ist er wahrscheinlich wieder ausverkauft. Egal. Mal schauen. Jetzt liege ich endlich. Wir haben 9:30. Beine sind hoch. Bisschen entspannen. Ich habe heute wieder sehr viel gemacht im Haushalt und im Garten. Und ich bin froh, dass ich jetzt liege. Oh, sorry.
Die Müdigkeit ist allgegenwärtig bei mir. So ab 13 Uhr könnte ich mich hinlegen und schlafen. Ich sage immer, ich gehe brüten jetzt. Ich bin müde, ich muss brüten abends. Ich schlafe echt früh ein. Und heute durfte ich sogar bis 6 Uhr schlafen. Das war schön. Gut, meine Lieben. Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Es ist spät. Und ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Smurfy, möchtest du auch Tschüss sagen? Ich glaube, der ist jetzt echt so eingeschlafen im Sitzen mit dem Kopf da drin. Eine Spielzeugtüte. Du bist mir einer. Morgen wird alles wieder besser, Smurfy. Okay? Morgen ist der Duft verflogen von der geilen Hündin. Och, Baby, du bist so leid. Bis morgen. Tschüss.